St. Georg. Zwischen Bordellen und Dönerbuden schlägt hier das ehrliche Herz Hamburgs. Und mittendrin das Olympic, legendär und einzigartig. Hier trainiert der amtierende Mr. Universum und Dutzende Dias Wertwolf. Klaus Maibaum ist der Herr der Hanteln. Seit 20 Jahren macht der gelernte Gaswasserinstallateur aus dürren Jungs harte Kerne. Lass es loslegen. Shit. Los hier, komm! Nein! Ayub Bad Bai stimmt seit anderthalb Jahren Eis im Olympic. Oh nein! Oh nein! Ich muss schon so leichten, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Sadist bin, aber schon einen leichten sadistischen Touch haben, damit die Leute auch wirklich, damit man nicht zu weit wird. Für die einen ist Bodybuilding eine Sache der Eitelkeit, für die anderen eine Frage des Überlebens auf dem Kiez. Bordellbetreiber Jan Sander, genannt Miami Johnny, gehört nach 17 Jahren Training zu den Schwergewichten des Olympic. Ich finde, das ist ein Mann, der soll auch ein gewisses Maß an Muskulatur mitbringen. Und ich fühle mich einfach nicht wohl als Dünner. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und gut, es ist auch so eine gewisse Geschichte, ist so ein Milieu-Ding. Ich sag mal, ich bin im Rotlichtmilieu tätig, Betreiber eines Saunaclubs. Und das ist doch schon irgendwo vonnöten, dass man eine gewisse Erscheinung hat. Schon allein um gewisse Probleme von vornherein so ein bisschen, vielleicht auch durch die Optik, schon in den Griff zu kriegen. Hochbetreiber Miami Johnny wurde in seinen Bodybuilder-Ambitionen immer wieder zurückgeworfen. Seine Karriere im Rotlichtmilieu ließ sich schwer mit Diätplänen und festen Trainingszeiten vereinbaren. Johnny stemmt seine Gewichte heute vor allem, um auf dem Kiez zu überleben. Ich habe ein paar Messerattacken schon gehabt in meinem Leben. Das ist eine Stichverletzung. Ich wurde hier unten, wurde ich zweimal abgestochen von hinten. Ist mir auf den Rücken gesprungen und hat einfach zugestochen. Hatte ich die Klinge bis in die Augenhöhle, die andere bis in die Nasenhöhle, einmal durch die Zunge durch. Hab eine Stichverletzung am Bauch, zwei Steckschüsse im Oberschenkel, im Hinteren und einen Streifschuss oben am Kopf, was letztes Jahr im Oktober bei mir im Laden passiert ist. Das sind natürlich alles so Sachen, die nicht sein müssen, die aber passieren, ganz klar. Und muss natürlich auch eine gewisse körperliche Fitness mit herbringen. 18 Uhr. Jetzt beginnt Johnnys Arbeitstag im Milieu. Auf dem Kiez ist nicht nur der Körperkapital, was zählt, ist der Gesamteindruck. Natürlich ist es auch ein gewisses Erkennungsmerkmal, ein schöner Wagen, erfolgreicher Laden, eine vernünftige Frau an deiner Seite. Das gehört alles mit zum Game, zum Spiel. Arbeitsplatzpuff. Das Tropicana liegt im bürgerlichen Hamburg-Wandsbek. Der FKK-Club verspricht erotische Abenteuer in tropischer Atmosphäre. Das ist hier der Nichtraucherbereich, das Foyer, wie wir das nennen. Hier kommen die Gäste als erstes rein, wenn sie die Garderobe verlassen haben. Na, hier kann man sich auch schön hinsetzen, wenn man dahin noch das Remy Demi keinen Bock hat. Hier kann für ein Trinkgeld getanzt werden. Die Mädels machen sich gerade ein bisschen warm für den Betrieb nachher. Oha! Da sieht man dann erstmal, was man als Chef immer verpasst. Der Chef muss sich um andere Dinge kümmern. Von den täglichen Hinterlassenschaften der Kunden bis zu gewalttätigen Konflikten im Milieu. Vor kurzem erst war das Tropicana in den Schlagzeilen. Eine rivalisierende Gang hatte versucht, den Laden zu stürmen und scharf geschossen. Hier hatte sich der Fensterbau eigentlich schon gemeldet, hinten für die Tür, der Trennwand vom Licht zum Raucherbereich. Nächste Woche, ne? Weil die Tür müssen wir auch machen, da ist ja noch das Einschussloch drin. Ja. An dem Tag, an dem Abend waren wir hier im Büro und hatten dann Besuch von einigen maskierten Jungs, die in den Schusswaffen rein sind und guter. Kam das dann auch wieder sehr gelegen, dass ich halt ziemlich massig bin, auch Kampfsport betreibe und hatte dann also wirklich das Glück, dass ich nur einen Streifschuss am Kopf hatte, meine damalige Lebensgefährtin einen Streifschuss am Unterschenkel und nichts weiter passiert ist und ich die Leute hier dank meiner Masse eigentlich hier rausbekommen habe. Ne? Das ist noch vom LKH. Das ist das, warum ich auch diesen Sport betreibe. Man ist einfach gegen solche Überfälle besser gewappnet.
Magnetenschmiede Olympic trainieren die harten Jungs vom Kiez für die Sommer- und Wettkampfsaison. Auch Miami Johnny treibt es nach einer langen Nacht im Milieu wieder zurück an die Eisen. Sein persönlicher Coach ist der Inhaber des Olympic, Peter Paskid. Welche Muskelgruppen wollt ihr heute trainieren? Ich mache heute Brust und Arme. Dafür ein bisschen Trizeps. Also, alles gut. Ja. Und auch Brust? Ja, bist du hier dran? Ja, das können wir zusammen machen. Ja, sei so nett. Bist du noch nicht weitergekommen mit der Interview? Ich habe heute bei Malte einen Termin. Den letzten vor seinem Abflug. Der fliegt heute Abend in Urlaub. Hat das eigentlich die gleiche Bedeutung wie der andere haben oder was steckt da hinter? Genau, wieder christlicher Hintergrund. Ja. Das ist die Krönung Marias und die Himmelfahrt Marias. Mhm. Genauso passend zu den anderen Sachen hier mit den ganzen Engeln Jesus. Mhm. Also ich bleibe am gleichen Thema. Okay. Zumindest im Oberkörper. Mhm. Na, was ist bei dir? Ja, die Outlines hat er jetzt auch nachgemacht. Läuft auch langsam wieder. Alles schön. Der Kult um den eigenen Körper begann für Gianni in frühester Jugend. Tätowierungen und Muskeln waren für mein Leben eigentlich schon immer irgendwo standen im Vordergrund. Ich hatte als Kind immer Komplexe und habe mich für meine Beine geschämt, für die dünnen Ärmchen, die schmale Brust. Und heute bin ich Muskelprotz, eine Hühne oder wie auch immer man das nennt. Ein Muskelprotz mit Problemzone. Ich bin sehr wuchtig in der Taille. Das heißt, ihr seht ja hier die Bauchmuskeln, die sind sehr groß. Das ist auch mit Sicherheit auch okay so. Nur hier, ich habe meinen Wasserspeicher hier in der Seite. So, und das stört. Ich habe keine Rettungsringe. Wie ihr seht, ich bin auch nicht dick. Ich bin einfach nur wuchtig. So, und das sieht aber, wenn ich ein T-Shirt anhabe, immer aus, als hätte ich so eine Wanne. Wie so ein alter Mann mit einem dicken Bauch. Müssen auch ein bisschen was für die Ernährung tun. Wenn ihr Pommes reinschieben, ab und zu mal ein bisschen, sagen wir mal, Hähnchen ohne Haut, ohne Öl. Ohne ein bisschen Thunfisch, ohne Öl, da können wir das, was für die Ernährung schon einiges machen. Heute war es prima schnell. Einfach Ernährung. Tobias und Cabo. Gianni hat immer wieder Ärger im Milieu. Das beste Rezept gegen den Stress war schon immer eine Bratwurst auf dem Kiez. Die Konsequenz für den Muskelmann, Hüftschreck. Ich will ja nach wie vor mal meine Seiten ein bisschen kleiner machen. Oder ein bisschen schmaler kriegen. Aber zwischendurch muss das auch mal sein. Gianni legt großen Wert auf eine imposante Erscheinung. Dazu gehören Muskelberge ebenso wie Tattoos. Malte! Hey, Gianni! Mein Lieber! Leicht verspätet. Komm rein, mach nix. Aber du kennst das ja. Na Jung, alles gut? Wie geht's dir? Fein. Ja. Schön. Ja, dann wollen wir mal heute wieder. Danke, dass du noch Zeit hattest vor deinem langen Neuseeland-Aufenthalt. Kein Problem. Wir machen heute deine rechte Seite, ne? Genau, so, oben im Brustbereich, ne? Bisschen was Religiöses? Ja, wie immer. Ich habe dir nochmal einen rausgesucht. Ich habe hier einen Engel und der ist von, das ist Michelangelo. Ja, achso, wie wir auf dem linken haben. Genau. Weißt, und da sagtest du ja, von wegen, er hat sogar eine Stadt, den Bogen Ballermann. Ne? Den genau, kann ich dir da ein bisschen was Modernes. Ne? Genau, und dann dreht er den um. Ja. Dass er dann hier so runterkommt. Dann, ne? Ja, schön. So, das gucken wir dann mal, das passe ich gleich mal an. Prima. Einen Schutzengel kann der Bordellbetreiber gut gebrauchen. Gewalt ist für ihn Teil des Kiezalltags. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen, die körperlich ausgetragen werden. Ein tägliches Spiel um Macht, Einfluss und Respekt. Man sagt ja eigentlich, dass Bodybuilder extrem schmerzempfindlicher sind, ne, weil die halt weniger Fettgewebe haben, weil die ganzen Nerven und Muskel, die sind ja natürlich viel ausgeprägter, mehr durchblutet etc. Als ich beim ersten Mal beim Tätowierer war, da hat er mich erstmal aufgeklärt und sagte, du, ihr Bodybuilder, ihr kippt meistens direkt um. Man leidet, aber man will auch nicht ohne. 15 Tattoos schmücken Giannis Haut. Ein Körper als Gesamtkunstwerk. Ja, was soll ich sagen? Gut wie immer. Schön. Andere schlafen, fängt für Kiezgröße Gianni der Tag erst richtig an. Ein Muskelmann auf Routinetour über die Reeperbahn. 20 Uhr Arbeitsbeginn im eigenen Bordell. Oh, meine Liebe. Ja, wie geht's? Ja. Alles schön? Ja. Na? Na, du? Hast du gesehen? Ja, pass mal auf. Ist das ja
wieder was zu gucken. Ein Mann, der sich auskriegt. Ja, weil wir das ist immer gerne, ne? Ja, na klar. Nackte Männer sind immer willkommen. Das denkst du, warum ich hier arbeite? Die Geschichte. Alles gut? Ja, alles schick. Schön, und erlaubt? Es geht so, ja. Ich wollte gerade die Einkaufsliste schreiben. Ich würde mal düsen. Tagsüber stemmt er Eisen. Nachts lässt er an der Eisenstange tanzen. Bodybuilder und Bordellchef Miami Johnny kommt wieder erst am nächsten Morgen ins Bett. Kräftiger Oberarm gegen schmale Hüfte. Doch was am Ende zählt, ist der Gesamteindruck. Für den trainiert auch Hofbesitzer Miami Johnny. Das Hantelstemmen und Bankdrücken bietet viel Zeit. Zeit zum Nachdenken. Zeit zur Selbstreflexion. Ich habe zwischendurch auch ein paar Konflikte mit mir selber, ob das alles so sein muss. Ob das eigentlich das ist, was ich eigentlich mal machen wollte im Leben. Ich dachte, ich wollte eigentlich früher mal Tierarzt werden, aber naja, es war wohl nichts. Und im Prinzip kannst du dir ja deine eigene kleine Welt gestalten. So, und ich betrachte mich ja selber als Selbstständiger. Ich sage, ich muss das ja alles nicht machen. Ich muss mich mit den Frauen nicht abgeben. Ich muss mich mit den Jungs nicht rumschlagen. Ich muss das alles nicht machen. Ich mache es ja freiwillig. Und ich mache es ja nicht nur des Geldes wegen. Das wird mir immer wieder klar, immer wieder bewusst, wenn ich mal wieder am Zweifeln bin, wofür, was und für wen. Und letzten Endes, wenn ich dann wieder zurück bin im Milieu, aktiv zurück bin, dann weiß ich, dass ich es eigentlich vermisse. Eine Sehnsucht, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ja? Ein Anruf von Freunden. Ach was. Es gibt Stress im Milieu. Ja. Hast du denn da gestern Ärger gehabt oder was war da? Ja, okay. Gut, alles, ist ja was passiert oder ist das alles noch so über die Bühne gegangen? Okay. Ja, also die Jungs von Docs waren das. Alles klar. Ja, da habe ich ja die Nummern. Alles klar, bis nachher. Tschüss. Ein Freund von uns war gestern mit seinen Mädels unterwegs, also im Kiez. Und die wurde wohl angemacht von ein paar Jungs von Docs. Und fahren da wohl nachher mal hin, mal klären, was da genau war. Also geht das nicht. Wer sich heute etwas gefallen lässt, wird morgen nicht mehr respektiert. Die Regeln auf dem Kiez sind klar und Johnny kennt sie auswendig. Rotlichtgröße Johnny macht sich mit Verstärkung auf den Weg zum Gipfeltreffen. Er will den Jungs, die eine seiner Frauen angemacht haben, eine Lektion erteilen. Wenn das so anfängt, dass das da einen Stress ausradet, dann, ja, so machen wir uns gerade, wie sich das gehört. Aber wir sind ja nun keine Kinder. Und wenn die das haben wollen, dann bitteschön, dann gibt das Stress. So, was soll man denken? Es geht darum, ein Junge von uns war gestern bei euch in der Diskothek. Ja. Er war mit seiner Frau da, ein paar Freunde. Ja. Die Frau wurde penetrant angelutscht von irgendjemandem. Und wir wollen wissen, ob das... Wie ist sein Name? Wie heißt er? Hussein heißt er, ne? Hussein. Ist er dir geläufig? Ist das jemand von euch? Da ist eine Diskothek, weißt du? Und da werden Frauen angemacht manchmal. Und wenn du nicht auf sie aufpassen kannst, was kann ich dann dafür? Die meisten von unseren Frauen kennt ihr. Es geht darum, auch um die Jungs, die sind euch auch alle geläufig. Wir wollen ganz einfach, dass da respektvoll mit unseren Frauen umgegangen wird, auch wenn die mal alleine kommen. Die Gegenseite sieht die Sache etwas anders. Der Streit um den korrekten Kiez-Kodex geht weiter. Und dann geht doch alles gut. Miami Johnny beseitigt auf dem Kiez alle Differenzen. Ehre und Respekt. Der Ehrenkodex im Milieu. So sagen wir es hier nochmal. Okay? Wir haben das geklärt und vielleicht finden wir denjenigen ja.
Und mal gucken, wir halten jetzt alle mal die Augen offen, wer das ist, weil so Leute wollen wir im Milieu nicht haben. Na, und die sollen aber vielleicht mal wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Das muss alles nicht sein.